Hey, ich bin Jan von Running Culture. Für Kellersports habe ich mir fünf verschiedene Carbon Racer mal genauer angeschaut. Was sind ihre Eigenschaften und was macht sie vielleicht so besonders im Vergleich zu den anderen Modellen? Mit dabei sind der ASICS Metaspeed Sky, der Nike Vaporfly Next Percent 2, der Saucony Endorphin Pro 2, der New Balance FuelCell RC Elite 2 und der Adidas Adizero Adios Pro 2. Ich wünsche viel Spaß beim Video. Starten wir mit dem ASICS Metaspeed Sky. Sicherlich einer der schnellsten Laufschuhe, den ASICS jemals gebaut hat. Ja, was macht den Schuh so besonders? Schauen wir uns dazu erstmal den Upper an. Hier haben wir ein sehr luftiges Mesh, was sich super an den Fuß anpasst und auch komplett aus recyceltem Material hergestellt ist. Außerdem lässt sich die Passform direkt an den Fuß anpassen. Das heißt, wenn du ein bisschen breiteren Fuß hast oder einen erhöhten Spann, lässt sich der Metaspeed Sky da richtig gut dran schnüren. Sonst verzichtet ASICS auf viele Support-Elemente, also Fersenkappe ist nur dezent, auch Polsterungen sind sehr wenige vorhanden. Also wenn du den Schuh laufen möchtest, brauchst du schon eine gewisse Stabilität und vor allem ein neutrales Abrollverhalten. Das Highlight ist natürlich die Mittelsohle. Die steht aus dem Flight Foam Turbo, also von ASICS Seite her das Material mit der höchsten Energierückgabe, ist kombiniert mit einer durchgehenden Carbonfaserplatte und treibt dann wirklich richtig beim Laufen an. Also es ist wirklich ein Schuh für intensive Intervalle und natürlich Wettkämpfe. Ja, was kann man noch dazu sagen? Auf jeden Fall die Außensohle. Zieht sich über die komplette Länge, hat dezente Aussparungen und liefert wirklich einen super Grip. Egal, ob es trocken ist oder natürlich auch nass bei Wettkämpfen, mit dem Schuh kommst du einfach nicht ins Rutschen. Das ist wirklich eine richtige Rakete. Der Nike Vaporfly Next Percent 2 kann man schon richtig als Klassiker im Carbon-Game bezeichnen. Schon die Vorgänger standen für Speed und für neue Bestzeiten. Das Wichtigste hier bei dem Schuh ist natürlich das markante Zoom-X-Material, was sich über die komplette Länge zieht. Darin sitzt die durchgehende Carbon-Faserplatte für den extra Push nach vorn. Der Upper besteht aus Flyknit. Ein sehr dünnes Material, was auch keine Nässe groß aufnimmt und sich wie eine Socke an dem Fuß anformt. In der zweiten Auflage jetzt schon hat Nike noch ein paar Veränderungen vorgenommen, damit auch Leute mit einem etwas breiterem Fuß einen guten Fit finden in dem Schuh. Dennoch richtet sich der Schuh primär an Läufer mit einem schmaleren Fuß. Also wenn du eher einen breiteren Fuß hast, dann gerne nochmal Größe nehmen bei dem Modell, um dann nicht wirklich beim Marathon hier Blasen zu laufen. Sonst gibt es auch hier wenig Support-Elemente. Fersenkappe ist ein Stück verstärkter. Aber dieser Schuh richtet sich genauso an die Läufer, die wirklich neutrales Abrollverhalten haben und primär beim Mittelfuß Vorfuß laufen. Weil das mit dem Schuh ist es auch wirklich nur möglich, Vorfuß zu laufen. Über die Ferse, klar, macht das mal ein paar Schritte mit, aber das wirkliche Feeling und den Nutzen des Schuhs bekommst du nur über dem Vorfuß. Auf jeden Fall auch einer der aktuell schnellsten Schuhe auf dem Markt. Ja, die primären Eigenschaften des Saucony Endorphin Pro 2 sind schon sehr ähnlich wie gerade zu den beiden Modellen, die ich euch vorgestellt habe. Wir haben auch hier ein Foam über die komplette Länge, was eine hohe Energierückgabe besitzt, was sich Powerrun PB nennt. Und natürlich eine durchgehende Carbonfaserplatte, was einen bei jedem Schritt antreibt. Dennoch lässt der Schuh auch mal ein paar mehr Schritte über die Ferse zu. Er ist jetzt nicht zu aggressiv aufgebaut, aber wenn ich ihn über den Vorfuß laufe, dann gibt es genau diesen Push nach vorn, den man sich von so einem Schuh wünscht. Was Saucony sehr gut geschafft hat bei dem Modell, ist, dass sie ihm ein hohes Komfortlevel verpasst haben. Und das halt besonders im Upper. Trotz minimales Einsatzes von Mesh und dezenten Polsterung sitzt der Schuh super bequem am Fuß, eigentlich so wie so ein Daily Trainer. Und macht einfach mega viel Spaß beim Laufen. Die Passform ist auch eher medium. Sicherlich finden vor allem Läufer mit einem schmalen Fuß da richtig Platz drin. Läufer mit einem etwas breiterem Fuß sollten auch da lieber zu einer Nummer größer greifen. Der New Balance FuelCell RC Elite 2 ist jetzt genauso die Ausrichtung auf Tempo und Wettkämpfe wie die vorherigen Modelle. Hier kombiniert New Balance FuelCell mit einer durchgehenden Carbonfaserplatte für den Kick nach vorn. Dennoch schafft es New Balance durch den Aufbau des Schuhs, dem Racer eine wesentlich bessere Stabilität zu verpassen. Zum einen durch eine festere Fersenkappe, die eine bessere Führung bietet und auch allgemein durch den Aufbau der Mittelsohle. Das heißt, dass man ihn auch ohne Probleme mal beim Tempo-Dauerlauf anziehen kann oder bei einer Tempobeschleunigung nach dem Long Run.
Der Schuh ist auch nicht zu aggressiv beim Laufen, erlaubt dadurch ein paar Schritte mehr über die Ferse, setzt ja auch den Push nach vorn und sorgt halt dann dafür, wenn die Muskeln müde werden, dass man noch angenehm abrollen kann. Kommen wir nun zum Adidas Adizero Adios Pro 2. Genau wie die anderen Modelle besitzt der Schuh einen Foam mit einer hohen Energierückgabe, und zwar das Lightstrike Pro. Aber nicht kombiniert mit einer durchgehenden Platte, sondern mit 5 Carbonstäben namens Energy Roots. Das macht den Schuh wesentlich flexibler als noch die Modelle mit einer durchgehenden Carbonfaserplatte und erlauben somit ein noch dynamischeres Abrollverhalten, gerade wenn man nicht komplett gerade aufkommt. Das heißt, wenn ich mehr über die Seite komme, dann komme ich hier auf und der Schuh rollt angenehmer ab. Nämlich dann, wenn ich auf dem Vorfuß ankomme, versteifen die Energy Roots und pushen halt genauso nach vorn. Sonst haben wir im Aufbau halt ein typisches Racing-Feeling. Das heißt, ein sehr dünnes Material, wo man schon durchschauen kann, eine sehr schmale Passform, keine Fersenkappe und auch nur dezente Polsterungen im Fersenbereich. Wie die anderen Modelle hat der Schuh einfach Bock, schnell gelaufen zu werden, ob im Training, aber halt besonders im Wettkampf. So, das waren die 5 Carbon Racer. Stellt sich natürlich immer die Frage, wie finde ich den richtigen Carbon Racer für mich? Ja, es gibt halt nicht diesen einen Schuh, der für jeden genau funktioniert, sondern es ist wie bei jedem Laufschuh so. Man muss sich ein bisschen durchprobieren. Ich habe ja die Schuhe ein bisschen beschrieben, davon kannst du ein bisschen ableiten. Was habe ich für Vorlieben? Wie muss mein Schuh sein? Von der Passform her eher ein bisschen weicher, ein bisschen fester. Laufe ich mehr Mittelfuß oder laufe ich dann doch zum Beispiel beim Ende des Marathons mehr über die Ferse? Anhand von den Eigenschaften kann man sich so ein bisschen durcharbeiten, um den richtigen Schuh zu finden. Und da heißt natürlich probieren und mit dem Schuh dann Spaß haben. Ja, ich hoffe, du hast keine Fragen mehr, oder falls du welche hast, dann schreib die einfach in die Kommentare. Ich tue dir entsprechende Links zu den Testberichten mit in die Beschreibung packen und natürlich auch die Links zum Online-Shop von Keller Sports, wo du dann deinen Carbon-Racer auch kaufen kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn du ein Like da lässt und natürlich ein Abo. Ciao.